So, jetzt geht's los mit dem 7er Level. Wie man sehen, gibt es da die Kugel. Da links haben wir gleich das Ziel, also da müssen wir hin. Also müssen wir da irgendwie außen nochmal tun. Und dann müssen wir bei den drei roten Blöcke da vorbei. Also die drei roten Blöcke müssen wir irgendwie aufmachen. Dann können wir da irgendwie rauffahren, passt. Da hinten sehen wir schon mal einen Ack. Einen Aktionsknopf, der hat was aufgemacht. Nämlich den ersten. Das heißt, wir brauchen jetzt nur zwei weitere von den Knöpfen. Gut, der Level selber ist da sehr übersichtlich. Da ist einfach spaßeshalber mal das Sprungding gebaut. Hat eigentlich keine konkrete Bedeutung. Da oben gibt es nur ein paar Punkte zum Sammeln. Ups. Da geht es eher darum, dass man sieht, wie cool das da ausschaut. Also wie schön die Rehen sind und dass man die eben halb machen kann oder mit Glas überdachen. Eher damit es nice ist sozusagen. Da gibt es wieder Punkte zum Sammeln. In dem Fall ein bisschen gefährlicher, weil er drunter im Arm liegt. Das heißt, wenn ich nicht aufpasse, dann fange ich den Level einfach nur mal von vorne. So, haben wir den. Ich glaube da. Ah, fahren wir wieder normal zurück. Ich glaube, dass man einfach drüber springen könnte, aber lassen wir es. Gut, also da geht es eigentlich nur um Punkte. Jetzt müssen wir in den anderen Bereich rum. Das rennt da wieder durch ein Real. Da gibt es ein speziell gebogenes Real. Und da schauen wir uns einmal kurz um. Sehen wir, okay, da ist das mit der Lava. Da drinnen. Da können wir unten durch. Können wir uns noch ein paar Punkte mitnehmen. Da gibt es scheinbar wieder ein paar Realen, durch die wir fahren können. So, da, was ist da? Da können wir nicht rauf. Da können wir auch nicht rum. Gut, also bleibt eigentlich nur, dass wir da irgendwas tun. Schaut das cool aus. Das brauchen wir zwar nicht, aber wir können es auch wieder zumachen. Ja, also das sieht man ganz gut, dass man das Objekt Moving mit einer Rotation super verwenden So, nachdem das offen ist, können wir dann da reinfahren. Und haben zwei Richtungen. Nehmen wir zuerst einmal die obere. Das heißt, wir fahren da wieder durch unsere Realen durch. Dann haben wir da zwei Realen zum Überbrücken. Ja, haben wir sie da mal in unser Real. Da sehen wir, es geht nicht weiter, weil wenn man da anfährt, brechen die. Also muss man das Glasreal nehmen. Zack, fahren wir da rum. Und da nehmen wir noch ein paar Punkte. Und da haben wir schon das zweite Rolle. Okay, ah, zweite zurück, sehr gut. So, und dann fahren wir wieder zurück. Fahren wir wieder da rein. Jetzt nehmen wir die andere Richtung. Da kommt dann noch so ein kleiner Hügel. So, fahren wir da durch. Da gibt es wieder zwei Realen. Jetzt da ist aber das Glasreal, das mit den zerbrechenden Elementen. Kommt man nicht weiter. Also nehmen wir das andere. Und da ist jetzt der zweite Rolle. Da sollte man aufpassen, dass man nicht mit Vollgas reinfährt, sonst landet man hinten in der Lava. So, der dritte ist offen. Dann können wir ja wieder heimfahren. Das heißt, wir fahren den Level wieder zurück. Macht auch noch zu, sind wir gerade angekommen. Brauchen wir eh nicht mehr. So, wursteln uns da um. Dann fahren wir durch das Real da rauf. So, da können wir jetzt gemütlich vorbeifahren. Der ist jetzt eigentlich keine richtige Challenge, weil den kann ich einfach oben stessen, da. Also der tut jetzt nicht wirklich viel. So, ist schon erledigt. Und damit sind wir schon im Ziel. Passt!